Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play. Zu meinem Let's Play Europa Universalis 4. Wir sind wieder mit Österreich im Heiligen Römischen Reich und wir versuchen Recht und Ordnung zu bringen über das Heilige Römische Reich, indem wir super Disease Outbreaks kriegen. Toll. Consolidate, dass die ganze Manpower in die Kanonen geht. Wir sind dabei 78%, das gibt's ja wohl nicht. Könnte schon langsam fallen. So, ich überlege gerade. Aha, wir haben noch einen Typen gekriegt, noch einen Diplomaten durch den Papst. Ich würde mal fast sagen, wir sollten uns bereit machen, die Osmanen im Umland zu greifen. Vielleicht sollten wir tatsächlich eine Crusade gegen die ausrufen. Osmanen. Na, militärisch sind sie schlechter als wir. Die haben noch keine Artillerie. Kann es sein, dass sie noch nicht das gleiche Tech-Level wie wir haben? Tech-Level 7 und wir sind Tech-Level 8. Stimmt das? Nein, wir sind auch 7. Das heißt, in Wirklichkeit müssten sie eigentlich Kanonen bauen können. Wir haben circa die gleiche Manpower. Sie haben mehr Kavallerie, aber dafür haben wir Kanonen. Und mit Kanonen wird so ein Krieg gewonnen. Wen haben wir denn als Verbündete? Granada, oh, Granada, das ist cool. Da könnte uns Kastilien wirklich helfen. Hischen Kaifer, die kennen wir aber noch gar nicht. Und Tunis. Also Tunis und Granada sollten kein Problem darstellen. Mhm. Dann machen wir einen Call for Crusade. Keine Ahnung, was das bringt, aber wir machen es jetzt mal. Du gehst mal daher, sicherheitshalber. Na komm schon. Oh Gott, wir haben eine 92%ige Chance, dieses vorzunehmen. Wir nehmen es nur nicht, wenn wir einen Einser würfeln. Das gibt's ja wohl nicht. Das kann ja wohl auch nicht sein, oder? Ja doch. So, stopp. Wir haben noch mehr Leute zur Verfügung. Wir haben, gut, Trier geht sich nicht aus, leider, schade. So, das heißt, Ansbach, Provence. Provence zählt jetzt zum
Oh. Warte. Oh Gott. Das ist bescheuert. Die sind jetzt Teil vom HRE. Mist. Na gut, machen wir noch ein Dings. Ein Vor vielleicht. Da drüben irgendwo dann die Grenze zu Frankreich wird sich ein Vor anbieten nach Hennegau. Glaube nach Hennegau werden wir noch ein Vor bauen. Dafür werden wir vielleicht. Na, ich glaube Hennegau ist ein guter Ort für ein Vor. So, jetzt haben wir einen besseren Leverage auf dieses Ding, auf dieses Vor. Einen besseren Siege Leader und so ein Truppen. Kann ich euch eigentlich einen extra Frieden machen? War Reparations. Kann ich, die sind nicht mehr alliiert mit denen. Noch mehr. Transfer Trade Power. Geht nicht. Na kommt schon, echt jetzt. So, was haben wir da? Integrating Urbino, yes. Das bringt minus 3 Diplomatic Reputation, das ist schlecht. Aber plus 5 Prestige, passt. Schauen wir uns an, was wir für Subjects haben. Die haben alle kein Enable Divert Trade, Enable Embargo Enemies. Ich glaube, der Papst bleibt mein Vasalle für immer und ewig. Wenn ich sie erobere, hassen mich alle anderen Christen. Ungarn ist total unfähig. Die haben keine einzigen Truppen. Das gibt's ja wohl nicht. Okay, sei supportive. Nein. Ach Gott, du nicht. Ungarn soll supportive sein. Du dafür. Greif an, was anzugreifen ist. So, zum Papst schicken wir mal einen. Typen. Der Relations improved mit dem Papst.
Dann. So. Brauchen wir Claims? Ich weiß gar nicht, ob ich diesen Kriegsgrund noch machen kann. Ach, schon wieder Dithmarschen, das gibt's ja wohl nicht. Habt ihr sie nicht mehr alle? Könnt ihr nicht einfach alles erobern, was euch in den Weg kommt? Würzburg. Wen haben denn die als Verbündeten? Bayern, die Pfalz und Ulm. Gut, und Dithmarschen. Denen gehört E1 auf dem Deckel. Die haben als Verbündeten Bremen und Hamburg. Gut, von denen verlangen wir auf jeden Fall, dass sie Stade hier geben. Wahrscheinlich wird das unser nächster Krieg. So, was könnte Würzburg noch hergeben? Er ist. Ach Gott. Schon wieder. Sind zwei Trained Medicus. Wow. One of two options. 50% chance of current heir will die. Pray for his life. Wow. Wow. Wie gut ist denn unser Ehe? Ich meine, wir sind 26, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf 443 ist gar nicht so schlecht. Ist schön ausbalanciert. Versuchen wir ihn zu retten. Ja, genau, wir wollten eine Burg bauen, deswegen haben wir noch Geld. Würzburg, was könntest du hergeben? Kassel. Wo ist Kassel? Da ist Kassel. Hessen und Würzburg passt. Brauchen wir nicht verlangen. Könnten wir Barois jetzt endlich erobern? Danke. Okay. More reparations. Wir können das gar nicht verlangen, verdammt nochmal. Sehr ärgerlich. Naja, gut. Egal. Wir können immer noch einen Haufen Geld von ihm verlangen. Trade Power kann er auch noch hergeben. Gibt einfach alles her, was halt herzugeben ist. Sehr ärgerlich. Blödsinn, ihr zwei daher und ihr daher. Fein, okay.
So. Diese Truppen gehen daher. Und diese Truppen gehen dahin. Na, warte mal. Die sind. Wir gehen daher. Achso, nein, 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 nein. Noch können wir das vor nicht bauen, aber wir bauen das vor bald. Bald bauen wir das vor. Was sind das für Typen? 3000 Mann. Wo kommen die her? Plötzlich. Ah, das sind die Urbino-Leute. Verstehe. Verstehe. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Central Italy. Wir können nur 12 States haben. Das ist nicht gut. Wir brauchen mehr States. Ah. Demand military support. Passt gut. 150 Punkte sind 150 Punkte. Ja, mit Brandenburg den Krieg müssen wir, wenn, dann müssen wir den Krieg offensichtlich gegen Brandenburg starten. Gegen wen würden wir da kämpfen? Gegen Polen, Baden, Brunswick. Ärgerlich. Polen will ich nicht bekämpfen. Die kommen davon dadurch, dass sie mit Polen verbündet sind. Das ist sehr ärgerlich. Magdeburg. Nee, kein Kriegsgrund gegen Magdeburg. Was haben wir gesagt? Brunswick, Brandenburg. Brunswick. Auch kein Kriegsgrund gegen Brunswick. Baden. Auch kein Kriegsgrund gegen Baden. Brandenburg würde nicht einmal helfen. Egal. Machen wir mal zuerst Dithmarschen, ist ja wurscht. Dann kommen sie halt davon damit. Wir werden eine Chance dazu kriegen, sie wieder auseinanderzunehmen, Brandenburg. Warte, was? Echt jetzt? Nur noch von einem gewählt? Wie das? Dabei haben wir schon eine bessere Legitimität sogar. Echt jetzt meins. War ich zu kriegstreiberisch in letzter Zeit? Wir sollten noch ein paar Vasallen im Heiligen Römischen Reich haben.
sollten Ungarn ins Heilige Römische Reich aufnehmen. Oder den Papst. Können wir den Papst zu einem Elektor machen, wenn einer von den Elektoren ausfällt? Wie gesagt, wir wollen ein Castle bauen und zwar hier rein. Können dann die anderen nicht so herumrennen. Tja. Improven wir mal die Relations. Ich will nicht so sein. Okay. So. Warten wir auf jeden Fall noch einen Monat. 2,3. Warte mal, wir brauchen eine Legitimacy von 75, darf wir brauchen nur von 50. Verdammt, 50 habe ich schon. Sein Influence, naja, ist okay. Warte mal. Okay. Okay. Dann ein paar Sachen dabei offensichtlich, die ausgelaufen sind, die nichts mit dem zu tun haben. Gut, wir könnten aber, apropos, wir könnten mal schauen, wie das mit den Estates ist hier. Oh, wir haben da überall schon. Achso, nein, doch nicht 60%. Hohe Autonomie, das gefällt mir nicht. Wir könnten da. Was haben wir denn dafür? Da haben wir erst vor kurzem Unrests. -6. Wenn wir da die Autonomie erhöhen. Achso, mal plötzlich von erniedrigen. Erhöhen wir den Unrest um 10 Punkte. Da war erst Unrest und deswegen ist immer so niedrig, oder? Kommen die auf so niedrige Werte? Brüssel, wo ist Brüssel? Da ist Brüssel.
Na, das Breda, alles wurscht. Recent Uprising, ja, aber das geht natürlich weg. Und zwar schneller als das Brüssel. Bisschen. So, wie ist das mit der Legitimität? Steigt die? Ja, plus 2 pro Jahr, gut. Könntest du bitte aufhören, Sachsen zu bevorzugen? Wir haben eine gute, wir haben gutes Relation Controlling Other Electors, okay. Large Nation, das macht das wieder wett. Imperial Authority. Plus 28, Same Culture Group. Legitimacy plus 0, Prestige plus 15. Auch eine gute Relationship mit denen. Ah, sie haben eine Allianz mit ihnen, deshalb Diplomatic Reputation plus 17. Ah, verstehe. Meine Reputation ist runter. Wobei wir haben hier einen plus 1 Diplomatic Reputation Menschen da in charge. Wir könnten uns eigentlich jetzt auch langsam die Level 2 Typen leisten. Vor allem wenn sie Halbpreis sind. Level 2 Typen wäre schon irgendwie nicht schlecht. So, Dithmarschen werden wir noch den Krieg erklären und danach schauen wir, dass wir uns auf die Osmanen konzentrieren. Gut, aber da warten wir noch ein wenig mit Dithmarschen. Ich glaube, wir kriegen schon das plus 10, oder? Nein. Da hätten wir nicht nur plus 4. Wir hatten davor schon ein plus. Obwohl man natürlich sagen muss, dass... So, 48 von 61 Land Force Limit. Wenn wir auf das maximale Land Force Limit kommen wollen, dann sollten wir das jetzt machen, während wir Böhmen und Ungarn noch nicht eingegliedert haben. So.
20 bräuchte ich dann. Dann kommt noch so einer dazu. Gut, Herrschaften, an dieser Stelle wünsche ich euch wieder einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Viele liebe Grüße, euer Ono.